kommt ihr dann ins Büro für das Einstellungsgespräch? Oh nein, ich sehe Sandra da hinten. Oh oh. Sandra führt das Bewerbungsgespräch, würde ich sagen. Wenn man Sandra überlebt, kann man auch Polizist werden. Moin. Ey, guck mal, Sandra hat sich eingestrollert. Guck mal da unten. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ne? Ich bin für das Bewerbungsgespräch da, wa? Ja, da bist du Richard. Schönen guten Tag, mein Name ist Officer Sandra. Ich hab schon, Dings, mein Clipboard dabei. Ich warte schon die ganze Zeit. Warten wir sehnsüchtig. Ja, dass du endlich hier zu deinem, Dings, dass du zu deinem Bewerbungsgespräch kommst. Smoke weed every day. Wie ist dein Name? Stell dich erstmal vor. Ich bin der Kevin. Ich bin der Kevin Schrabowski, ne? Kevin, wie? Kevin Schrabowski. Schrabowski, wie schreibt man das? Programmier das bitte. S-C-H. Ja. R-A. Ja, weiter. B-O. Weiter. Schneller, meine Fresse, wie kann man denn so langsam reden? Buchstabier doch einfach mal ganz schnell den Namen durch. S-K-I. Ja, okay. Okay. Ich war's schon. Kevin Schrabowski, du möchtest also Polizeiofficer werden. Warum willst du Polizeiofficer werden? Was qualifiziert dich für den Beruf? Was macht dich besonders? Warum sollen wir dich einstellen? Das ist folgendermaßen, wa? Also, ich komme aus Deutschland, weißt du? Berlin ja. Heißt die Stadt, wa? Ja. Da komme ich halt gerade her, ne? Ich war halt immer bei den Pfadfindern, war ich halt immer der allererste so, der da immer ganz genau wusste, wo die Geheimnisse versteckt sind im Wald, wa? Ich habe auch immer, einmal habe ich halt mit dem Stock einen Bienenstock, habe ich dann vom Baum geholt und alle damit gerettet beim Zelten, wa? Und jetzt bin ich hierher gekommen nach Amerika, nach Los Santos und ich will hier ein richtig großer Polizist werden. Das wäre mein größter Traum. Wie ist deine Gehaltsvorstellung? Ja, so ein Tausender pro Ticket wäre schon was, wa? Gut, wir zahlen nichts ehrenamtlich. Ehrenamtlich? Ja. Na, alles klar. Dann komm, ich zeig dir die Umkleide. Der ist übrigens bekifft, das ist immer so. Das ist wieder geiles Zeug, Bruder. Komm, ich hab jetzt hier so, einen haben Stress. Übrigens Frauen und Männer Umkleide gemischt. Weißt du, das ist wie wenn du bei McDonald's eine Tüte holst. Das ist kein Problem, jeder kann sein, was er will, wa? Das ist wie wenn du eine Cheeseburger-Tüte gemischt holst bei McDonald's, weißt du? Das ist alles kein Problem, wa? Kann man Male Cop, Female Cop? Kann man das noch irgendwie ändern, dass ich noch anders aussehe? Ja, einfach nochmal draufdrücken. Doch häufiger draufdrücken. Okay, warte auf, das passt jetzt aber nicht mehr zum Kevin. Ich sehe immer gleich aus. Drück doch einfach nochmal drauf. Weiterfahren, einfach weiterfahren. Fahren Sie in die Richtung, bitte. Ich glaube, mir ist eine Kontaktlinse hier runtergefallen. Wo ist denn die? Oder du kannst natürlich auch einfach ein bisschen Golf spielen, wenn du möchtest. Wo oder mit so einem Presslufthammer natürlich hier ein bisschen umdekorieren. Kann mir einer helfen? Meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ja, warte, ich hol sie dir kurz. Wo denn jetzt hier genau? Kannst du mir glaube, das müsste ungefähr hier so sein. Ja, warte, ich komm mal kurz rüber. Ich weiß nicht, ob du mit zwei Angeln die finden wirst. Warte, hier bitte. Ich angel so, die. Dann kannst du F11 drücken. Das ist dein Polizeimenü. Da kannst du dir zum Beispiel einen Loadout halt einfach drüber geben, damit du halt auch eine Knarre hast. Oder dich zu den verschiedenen PDs teleportieren. Oder dir deinen Einsatzwagen spawnen. Zum Beispiel so. Oh. Du bist so ein Idiot, ne, dass du es hier drin machst. Aua! So. Alright, so, wir können vielleicht einen Auftrag annehmen. Ich muss ein bisschen reinkommen hier in die Business, you know? Wer ist denn jetzt in meinem Auto drin? Welches Kennzeichen hast du? Ich hab der gerade Blaulicht macht. Dann bin ich hier auf deinem Beifahrersitz. Okay. Andy Smacks, was mit euch? Seid ihr auch auf Streife? Dann. Ja, ich hab ein Anmarktfahrzeug. Fahr ich mit Hugo auf Streife. Okay, ich habe tatsächlich einen Stolen Firetruck, ich nehme ihn mal an. Chef, ist dir schon mal aufgefallen, dass vorne ist sich eine Zeichen von einer Chevrolet und auf der Rückseite ist sich aber eine komplett andere Zeichen? Das ist scheißegal, wir haben gerade ein gestohlenes Feuerwehrauto. Ja, ich bin auch drin anscheinend. Dispatch, Stolen Firetruck. Ja, weil du in meinem Auto sitzt. Alright, Jackson erbittet Schussfreigabe. Negativ. Kannst du nicht einfach so... Ich habe seinen Reifen anvisiert. Nein, wir werden jetzt gleich einkesseln, wenn die Versteckung da ist. Oh, Alter, da geht der richtig steil hier mit dem Feuerwehrwagen. Ist da vorne einer in Zivil unterwegs von euch? Nope. Dann hilft uns gerade. Okay, komm, Zugriff! Du willst zum Fuß ein Feuerwehrauto fangen, oder was? Okay. Wer ist denn jetzt vorgestellt? Wolltest du Lasso rumschmeißen? Ich hätte da rausgetasert, einfach so. Wo ist die Verstärkung? Eingetroffen. Perfekt, hängst du dich vor? Super. LSPD, aussteigen, aber sofort raus aus dem Fahrzeug. Das ist eine Polizistin. Right, das ist Sandra. Das ist Sandra. Sandra, was ist deine Erklärung, hä? Okay, ich hab den Auftrag gerufen. Komm, junge Frau. You got a lot of trouble, lady. Vorne kommt jetzt der Tow-Truck.
gibt halt keinen Fick. Und der lädt das Feuerwehrauto auf. Das sieht bei dem Feuerwehrauto eher komisch aus, aber... Aber funktioniert. So, dann drücke ich jetzt, weil ich den Einsatz angenommen habe. Alter. Wenn ich davon ausgehe, dass der Einsatz durch ist, drücke ich... Y. Mach doch. Callout-Code 4, damit ist der Einsatz durch und alle Einheiten können wieder auf Streife. Und das Ganze dann halt die Tage irgendwie halt, weißt du, mit eben halt in... Achso, wir müssen noch die Gefangene wegbringen. Ja, wir müssen die wegbringen, aber im Knast mit der. Du kannst auch noch einen Prison-Bus rufen, sonst. Naja, ich bring die jetzt selber in den Knast. So, wir hätten einen Drunken Fight. Okay, wir nehmen den Drunken Fight an, weil du jetzt nichts gesagt hast mit Verstärkung, Ali, ne? Den Satz musst du anders formulieren. Nicht da. Schlo. Was? Das ist... Was? Das ist Los Santos, bevor Butters kam. Deshalb leben hier noch so viele Leute. Wenn man sich einen lustigen Schwarm... Oh, kloppen sich die Besoffenen. Okay, jetzt reicht's. Okay, vielleicht bevor Joe, wir gehen jetzt runter. So, stopp! Aufhören hier, LSPD! Hello, Ocean Under here, there! Die Hände hinter den Kopf, beide. Ich nehm den mit dem Sakko fest. Ja, ich nehm den Hippie fest. Okay, mein Einsatz ist Code 4. Ich glaube mit G, ne? Nee, nicht mit G. So, Hippie mit mir kommen. So, ich nehm den mal auf die Seite und guck mal, wer von den beiden der Besoffene ist, weil der hat schätzungsweise den anderen angegriffen. So, dann einmal hier am Stäbchen lutschen. Danke, Drogentest negativ. Einmal in eine Röhre blasen. Besoffen bist du auch nicht. Okay, also hat der andere ihn wahrscheinlich angegriffen. Brieftest. 0,1 Promille. Ja. So, der andere, du musst mir nicht mehr folgen. Du kannst jetzt nach Hause gehen, du bist ein freier Mann. Der sieht aber auch grimmig aus hier, das ist so ein Boxer. Das ist echt ein Boxer. So, und den hier nehmen wir mit, weil er den anderen verprügelt hat. So, folgen Sie mir bitte. Meinem Kollegen hinterher, bitte. Und Sie, passen Sie bitte auf, wo Sie sich rumtreiben, ja? Es ist eine gefährliche Stadt. So, hör auf mir zu folgen und setz dich in das Auto rein, wir bringen dich in den Knast. Rein da mit dir. So, bringen wir den zum nächstgelegenen Gefängnis. Was sagen eure Einsätze? Was ist das eigentlich für ein Auto? Alles cool. So. Okay, ich probiere die erstmal alle durch. Police? Das Problem ist, die ganzen Modfahrzeuge haben noch keinen Tatütata. Aber wie geil ist denn diese BMW-Maschine, Alter? Doch. Ich hab einen Löwenangriff! Diese Slow-Driver, die gehen mir richtig auf den Sack, ne? Hier frisst Löwen, Mensch! Ich hab einen Schneeleopard in der Stadt! Ich rufe mal die Animal Control und mach mal einfach gerade gar nichts, außer einen Taser auf ihn zu richten. Und wie fordere ich Verstärkung an? G. Nein, Y. Und dann Code 99. Oder Code 3. Genau, und dann sehen wir das und können zu deinem Einsatz. Okay, die sind scheinbar nur für tote Tiere zuständig. Muss ich jetzt den Leoparden erschießen? Kannst du ihn auch tasern und festnehmen. Also ich weiß nicht, ob es geht mit dem Festnehmen, aber du kannst ihn auf jeden Fall tasern. Oh, was? Gestellt. Bruder, du hast mich totgefahren. Ja, ich hab den... ja, den erschossenen Leoparden nimmst du mit. Okay. Bin am PD. Ja. Das ist gut. So, jetzt kommen wir einfach hinterher. Steht da oben einfach. Und da oben ist unser Problem. Ja, gut. Okay, Zugriff. Alles abgesperrt. Wir gehen jetzt langsam rein. Entschuldigung, wir haben hier einen Einsatz. Bitte verlassen Sie das Parkhaus. Ich brauche erstmal Klamotten. Achtung, hier spricht das LSPD. Bitte verlassen Sie das Parkhaus. Achtung! So, die machen das, ne? Ja, ich, Hat er die jetzt festgenommen da draußen? Ich hab die einfach festgenommen. Der ist nackt! Durch, oder? Der ist nackt! Der ist gerade ein Nackter aus dem... Der nimmt die Hände hoch! Ja, ich hab ihn ja auch angeschrieben. Aha. Ich hab hier alles perfekt abgesperrt. Ich möchte eine Beförderung. Stell mal die Autos von oben. Oh, das explodiert. Oh, da brennt der Typ. Alter, das ganze Ding brennt. Das ganze Auto brennt. Das ist in Deckung.
Das ist komplett Kaliab! What the fuck? Was passiert hier gerade? Bruder, das sieht so geil aus. Bei mir ist gerade Nacht, ne? Oh mein Gott, da alle explodiert. Ich hab grad noch. Wo ist meine Beförderung? What the fuck? Da explodiert die Beförderung. What the fuck? Was ist das? Was mit der Beförderung? Such a lonely day. And it's mine. Wessen Einsatz war das? Meter unterm Highway da oder was? Ja, ja. Oder auf dem Highway? Unterm, glaube ich. Ich folge gerade irgendwem, der auf den Highway fährt. Ja, das bin ich. Der dem der Einsatz gehört. Verfolgt wirst du jetzt Officer. Ich habe keine Ahnung, was bedeutet denn Mugging? Oh, hier stehen Leute auf der Straße. Was? Prügelei mitten auf der Straße. Also auf dem Highway doch. Bin auch da. Auseinander, ohne Stecherei. Das ist Mikkel als Frau. Das ist eine Messerstecher. Das ist Mikkel als Frau, Bruder. Ey, stopp. Hör auf, die abzustechen jetzt. So, ich hab sie umgeprügelt. Was für ein Rettungshelikopter. Ich hab erstmal beide umgeprügelt. Stopp. Stopp. Was seid ihr denn? Ich seh das in Österreich. Oh, stopp. Geht's dir gut? Stopp. Die hat nur einen Ey, die lebt noch. Die hat nur einen Knüppel gekriegt. Ey, wenn er jetzt auf den landet... Alter, was ist denn hier mit der... Oh. Er landet halt auf den beiden noch, ne? Ey, die rasten da wieder aus hinten. Warum rasten die denn aus? Die fahren da, die schieben alles an. Ich hab die eine hier gestoppt, die braucht auch einen Medic. Oh, ey. Das ist der Film der Superstau, ey. Oh nein, Massenkarambolage. Ja, sagen wir, das löst sich anständig auf. Ja, aber 500 Meter weiter ist Massenkarambolage. Da geht's wieder hoch, da geht wieder alles in die Luft. Ich bin weg. Ich bin hier so weg. Nee, hat sich alles aufgelöst. Easy. Ja, nein, das explodiert alles. Tatsächlich alles aufgelöst. Ja. Der Heli muss noch weg. Hilf mal dem Jungs, hier, ich will nichts sagen, ne, aber ihr seid die reinste Katastrophe. Der Dude steht da und weint um seine Familie, die gerade im Feuer ums Leben gekommen ist. Weil Hugo wieder so einen guten Einsatz koordiniert hat. Hä? Ja. Alter! Okay, Smax hat den erschossen. Ja, ich hatte Mitleid. Ja, dann ist er wenigstens mit seiner Familie. Okay, Streife. Was heißt freie Fahrt? Tod was? Die rannt über den Highway, das war ein Versehen. Verkehrsunfall, was soll ich machen? Ich hab das gesehen, ich war hinter dir, das war auch so. Ja, klar, Scher, ich will auch direkt erstmal nach links ausscheren. Ach ja.